Was? Reparaturkosten 8. Ist jemand gegen meine Karre gefahren? Wenn das Spiel simulieren will, wie es ist, ein Dieb zu sein und Gegenstände zu klauen, dann ist es der Thief Simulator. Wenn das Spiel aber zeigen möchte, wie es ist, wenn man ganz unten in der Mine ist, dann ist es auf einmal der Thief Simulator. Verstehst du wegen Mine und Thief? Da ist irgendwo ein Witz drin, das Problem ist halt einfach nur, der ist nicht lustig. Ich verspreche hiermit hoch und heilig, ich werde nie wieder so einen schlechten Witz machen, das war furchtbar. Furchtbar ist noch eine Untertreibung, das war mehr als furchtbar. Und damit willkommen zurück hier bei Thief Simulator, wo wir nach wie vor dabei sind, ein hübsches kleines Päckchen an Beweisen zu schnüren, um die Leute dran zu kriegen, die mich erledigen wollten. Das Problem von denen ist nämlich, das hat nicht funktioniert und deswegen ist es jetzt an der Zeit für meine perfekt ausgeführte und geplante Rache. Es dürfte schon auffallen, ich habe ein bisschen mehr Geld als beim letzten Mal, ich habe auch ein höheres Level als im letzten Video. Ich habe mich entschlossen, in der Zwischenzeit ein bisschen zu grinden. Ich bin zurückgegangen in das Softwaregebäude, das allererste Gebäude, wo wir reingegangen sind im Industriebezirk. Ich glaube viermal oder fünfmal und habe quasi alles mitgenommen, was irgendwie von Wert ist, weil ich wollte ein bisschen vorsorgen, wenn jetzt wieder so ein Punkt kommt, wo das Spiel sagt, hey, du brauchst diesen und diesen Gegenstand oder du brauchst dieses und dieses Level, um irgendwas zu machen, dass ich das dann nicht im Video machen muss, sondern dass das quasi schon erledigt ist und deswegen bin ich hoch auf 100k, das ist sehr, sehr viel Geld und ich bin Level 30. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich weiß, es gibt ein paar neue Skills. Die sind nicht umsonst, ne? Das heißt, ich werde schon noch irgendwann wahrscheinlich das hier lernen müssen. Und eben, dann muss ich es nicht im Video machen, dann habe ich es jetzt schon gemacht. Und wenn ich es nicht lernen muss, wenn es nur so ein extra Ding ist, dann, hey, habe ich 100k und ein schönes finanzielles Polster. Okay, das aktuelle Ziel der Geschichte, steht die Keycard aus dem Safe in 302. Und es gibt jetzt auch Beweise. Beim letzten Mal hat es ja irgendwie nicht, oder Beweise, Quatsch, Hinweise. Beim letzten Mal hat es ja irgendwie nicht funktioniert, da konnte ich keine Hinweise kaufen. Jetzt gibt es auch Hinweise, die ich kaufen kann. Und das werde ich machen, nämlich jetzt für die 302. Das Lagerhaus, da waren wir schon, das ist jetzt uninteressant. Das Autogeschäft. Okay, wir gehen in ein Autogeschäft. Mögliches Versteck für Beute, mögliches Versteck für Beute und mögliches Versteck für Beute. Dreimal. Das heißt, es gibt dreimal Sachen, die potenziell sehr, sehr viel wert sind. Ich kaufe mal das und das und das. Ein Lasermarkierer. Okay. Warum auch immer man sowas in einer Autowerkstatt braucht. Vielleicht um Achsen zu vermessen. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Der Ingenieurslaptop liegt in der Werkstatt. Okay, und in einer der Garagen steht eine teure Frauenkörperskulptur. Ah, 304, die Lombardis. Ich habe es jetzt erst gesehen. Das heißt, wir gehen irgendwann in das Haus der Lombardis höchstpersönlich. Wer das nicht weiß, Lombardi ist quasi der Typ, der im Hintergrund die Strippen zieht und mich quasi benutzt hat, um irgendwie... Ich weiß auch nicht, was zu machen, aber am Ende wollte er mich loswerden und hat dazu Winnie benutzt, der auch für ihn arbeitet. Das heißt, das ist alles durchverbunden und wir gehen anscheinend direkt zu Mr. Lombardi. Beziehungsweise zu den Lombardis, das sind ja anscheinend mehrere. Das heißt, das wird noch gut. Okay, Autogeschäft. Wir sehen uns wieder in der Industrial Street, denn jetzt wird Auto gefahren. Ganz vorsichtig, denn wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, das hier ist die 302, genau hier. Gibt's vielleicht einen schönen Weg hier rein? Nee, ne? Ich muss wieder durch die Vordertür. Das ist, wie gesagt, das, was mich hieran am meisten stört. Du musst quasi immer durch die Vordertür. Es gibt in den meisten Fällen keinen anderen Weg. Ich meine, hier ist ein Zaun, der nicht ganz so hoch ist wie die Mauer. Aber bringt trotzdem nichts. Okay. Hier ist gut was los. Hier ist schon die erste Kamera. Liebe Leute, hier hat es extrem viele Kameras. Es sind jetzt schon drei und es gibt garantiert noch mehr als das. Das heißt, das läuft jetzt wie immer. Ich versuche, so viele Kameras wie möglich zu markieren. Im Idealfall natürlich alle. Und ich muss auch erst die Routine der Wachen erfassen. Das heißt, ich muss jetzt quasi hier den Kollegen markieren. Jetzt haben wir das aufgedeckt. Dann muss ich wieder schlafen, bis es nicht aufgedeckt ist. Muss wieder einen markieren, damit ich ganz genau weiß, wer wann wo ist. Und am besten raus und rein, ohne erwischt zu werden. Das wäre schon ziemlich nice. Das Gute ist, ich habe dann die Keycard, weil ich habe schon mehrere Türen gesehen, die Keycard versperrt waren. Ich weiß nicht, ob das diese Keycard ist. Aber es hieß immer, ja, du brauchst dafür die Keycard für den Serverraum. Das heißt, vielleicht habe ich dann die Keycard für den Serverraum und dann hacken wir vielleicht einen Server. Ist das der große Plan, den wir verfolgen? Wir hacken einen Server und sagen dann, ich bin drin und holen uns so die Infos. Ist das die Idee? Das Kinn, das ganze Gesicht. 100% Muskulatur, wie machst du das? Und bumm, da ist es. Die Routine wurde komplett erfasst. Und natürlich, das ist aber keine Überraschung, die gehen niemals weg, die verteilen sich nur anders. Das heißt, ich muss jetzt... den perfekten Zeitpunkt finden, wo ich da reingehe, wo möglichst niemand im Weg ist. Ich muss theoretisch nicht nach da hinten, da gibt es ja nur extra Loot. Ich würde es halt gerne für das Geld, ne, das kann ich immer gebrauchen. Und eben die XP, weil ich denke, die brauche ich noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber im Prinzip muss ich nur hier rein. Und als ich die Beobachtung angefangen habe, als ich hier das erste Mal aufgetaucht bin, war nur einer da drin. Das Problem ist, es gibt, glaube ich, keinen Punkt, wo niemand in diesem Gebäude hier vorne ist. Ich glaube, es ist immer mindestens einer drin. Hier sind jetzt sogar, wobei der zweite ist nicht drin, der steht halt davor rum, aber der blockiert mich trotzdem, weil dann kann ich nicht durch das Tor.
Aber eben, ich glaube, hierfür muss ich zwei Fuhren machen. Einmal hier rein, um die Story abzuschließen und das Ding da noch mitzunehmen, der Ingenieurs-Laptop. Und dann vielleicht noch irgendwie wann anders, um dann möglichst easy da hinten reinzukommen. Ich weiß es nicht. Okay, könnte das hier was sein? Um 12 Uhr geht einer von der Autoschranke zur Rückseite des Hauses. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich glaube, das ist da, wo diese Statue ist und das andere teure Ding. Das ist wahrscheinlich dann bei dieser Mauer irgendwo, kann ich mir vorstellen. Dann ist noch jemand an der Seite des Hauses und jemand in der Garage. So, wenn das, vor dem ich stehe, die Garage ist, dann ist dann zu dem Zeitpunkt nur einer da. Das heißt, das wäre vielleicht ideal. Und das hält auch relativ lange. Bis 18 Uhr, dann wechseln sie wieder. Das heißt, ich hätte dann, ja, ich hätte Ewigkeit Zeit, ich hätte 6 Stunden Zeit, um das zu erledigen. Klingt das nach einer Idee? Okay, ich habe das Tor aufgehackt. Es ist jetzt einer da hinten und es ist einer da oben, aber der da hinten kann mir egal sein, weil ich will ja nicht durch die Hintertür, ich will im Idealfall durch diese Tür. Das heißt, das ist an und für sich kein großes Problem. Und um den da oben komme ich dann auch noch irgendwie rum. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Try and Error mäßig. Aber wir gucken Hacker-PDA. Ah, jetzt muss ich nochmal so ein Rätsel lösen. Ich meine, die sind nicht wirklich schwer, aber halt zufallsgeneriert. Und je nachdem kann das ein bisschen blöd laufen. Tut's aber nicht, weil ich Glück habe. Okay, ich sollte eigentlich auch das Tor wieder zumachen, weil ich glaube, daran lag es auch beim letzten Mal, dass ich entdeckt wurde, weil die haben eben gesehen, hey, das Tor ist auf. Das kann nicht sein. Aber es ist sowieso keiner vorne, der Typ ist hinten und der Typ ist oben. Also passt da schon. Er steht aber ganz genau da, wo ich durch muss. Also wirklich, er steht auf der Treppe, über die ich muss. Das ist jetzt blöd. Ich meine, ich komme zumindest an den Laptop, aber ich komme nicht an mein Ziel. Wenigstens geht er wieder hoch. Der macht auf der Treppe Halt. Das heißt, ich brauche einen anderen Weg nach oben. 6000. Ja, ich brauche einen anderen Weg nach oben. Das hier wird nicht funktionieren. Ja, jetzt kommt er nämlich wieder hier runter. Wenn er hier reinläuft, bin ich erledigt. Okay, er bleibt zumindest auf der Treppe stehen. Er kommt nicht bis ganz nach unten, aber ich kann auch die Treppe nicht hoch. Weil dafür steht er zu doof. Hier hinten gäbe es eine Treppe, aber da ist natürlich auch einer. Das ist nämlich der auf der Rückseite des Hauses, der jetzt aber gerade sehr, sehr weit wegläuft. Okay, jetzt geht er dahin. Ich meine, ne? Das. An was hänge ich fest? Spiel. Bro. Anscheinend ist da eine unsichtbare Stufe, über die ich springen muss. Alles klar. Okay, ich muss nur hier rein. Wenn ich es hier reinschaffen kann, kann ich mein Ziel abschließen. Oh nein. Okay, er geht wieder runter auf die Treppe. Okay. Das hier ist blöd. Und Hacker-PDA. Ach, natürlich. Komm, komm, komm. Yes, es ist offen. Okay, ich weiß nicht, wo der andere Typ ist. Ich kann mich nicht umsehen. Jetzt, er ist immer noch da. Okay, wir sind drin. Leise die Türe zu. So, jetzt muss ich den Safe knacken. Und dann die Keycard rausholen. Ich meine, hier sind zwei Safes. Ich mache erstmal den. Und dann nehme ich mit, was ich kriegen kann. In der Hoffnung, dass ich es hier rausschaffe. Ich meine, ich bin reingekommen. Ich schaffe es auch wieder raus, richtig? Okay, Safe Nummer 1 ist offen. Was ist da drin? Geld. Wenig Geld. 15, 15, 15. Sonst noch irgendwas? Smaragdarmband oder ein Amethystarmband. Warum ist sowas in einem Safe und nochmal irgendwas? Und Einzelteile. Warum ist sowas in einem Safe in einem Autohaus? Ist es das Büro vom Chef und er wollte das vielleicht seiner Frau schenken und ich habe es jetzt einfach mitgenommen? Es könnte natürlich sein. Ein Samsung. Alles klar, ein Laptop. Stecke ich sehr, sehr gerne ein. Haben wir irgendwas in dieser Schublade? Nö. Aber das hat doch gerade geleuchtet. Ich weiß, ich brauche die Keycard, aber ich will auch noch ein bisschen was anderes. Uhr aus Weißgold. Okay, hier hat jemand Kohle. Und eine Xbox hat er auch. Okay, das ist der Keycard-Safe. Der ist jetzt auch offen. Da ist noch ein Samsung drin. Alles klar. Und die Keycard für den Serverraum. Okay, Elektronik Level 4 lernen. Spätestens jetzt hätte ich es gebraucht. Okay, dann hat der Grind sich doch gelohnt. Dann ist hier nochmal eine goldene Uhr. Wie kann man so reich sein? Und ein Tablet Leovon. Alles klar. Und ein Radio, was nichts wert ist, aber was ich trotzdem mitnehme. Weil. Oh! Weil ich noch Space habe. Okay, jetzt muss ich es irgendwie wieder herausschaffen. Ein schwarzer Projektor. Inventar voll. Warte, dann werde ich den. Hier, das Radio mal los. Weil das ist jetzt nicht wirklich so geil. 3 Kilo brauche ich nicht. Das kann weg und dafür stecke ich den schwarzen Projektor ein. Okay, jetzt muss ich nur wieder hier raus. Jetzt muss ich wieder warten, bis er ganz hinten ist und der Typ unten auf der Treppe. Und dann kann ich eigentlich gehen. Weißt du was? Ich springe einfach über die Mauer. So. Warum rausschleichen, wenn man über die Mauer springen kann? Ich meine, warum sich die Mühe machen, leise wieder rauszugehen?
wenn man einfach sich selbst über die Mauer jeten kann. So muss das laufen. Okay, das war perfekt. Es gibt wahrscheinlich noch, also es gibt noch viel mehr Zeug da drin, da hinten. Aber das hole ich, wenn ich irgendwann Geld brauche. Ja, da habe ich jetzt, ich habe nicht nochmal Lust da reinzugehen. Das war schon relativ nervenaufreibend. Okay, ins Versteck, nicht ins Pfandhaus. Erstmal gucken, ob ich irgendwas davon auf Black Bay loswerden kann. Außerdem muss ich ja die Handys und das Tablet entsperren. Aber ja, das gibt unglaublich viel XP und das ist ein S. Ich hab's voll drauf, au. Bisschen zu hart gehauen. Okay, Elektronik Level 4 lernen, mache ich gleich. Erstmal alles verkaufen, alles freischalten, Geld kassieren, denn das ist jetzt wichtig. Black Bay, nö. Eine goldene Uhr für 4000. Da ist jemand ein Sammler. Irgendwas, Küche, nein. Antiquitäten, nein. Okay, ich entsperre das ganze Zeug und dann besuchen wir Ivan. Warte, ich mach mal was anderes als sonst. Ich mach die Tür ganz langsam auf, dann ist überrascht, wer hier ist. Hey Ivan, Bratko, was geht? Mein Bruder von einer russischen Mutter. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Okay, du kriegst das ganze Zeug. Und ich komme hier raus mit unglaublichen Mengen an Geld. 121k. Wenn ich hiermit fertig bin, ja, wenn ich den Lombardis und Winnie das zurückgezahlt habe, was sie mir gemacht haben, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Wenn das hier vorbei ist, dann bin ich ein reicher Mann, dann muss ich nie wieder dieses Leben leben. Dann bin ich frei und, keine Ahnung, kann ein Café in Griechenland aufmachen, irgendwie sowas. Okay, Elektronik Level 4 lernen. Ich glaube, ich habe sogar die Points dafür. Genau, Elektronik Level 4, hacke Server mit dem Hacker-PDA. Wir hacken wirklich Server. Okay, jetzt habe ich noch 3. Alles klar, was ist jetzt der nächste Plan? Hacke den 303-Server in der obersten Etage. 303, ist das nicht das Softwaregebäude? Das müsste das Softwaregebäude sein, weil dafür brauchte man eben die Keycard. Für ganz oben, diese Tür. Und ich habe auch einen Hinweis gekauft für die 303, wo es hieß, ein 3D-Drucker ist eben in dieser obersten Etage. Aber ich konnte da nicht rein. Das heißt, das ist jetzt die Keycard für das Ding. So, ich bin drin, in 5 Minuten ist Schichtwechsel, das heißt, ich gehe schon mal hier hoch. Weil der Typ, der im Büro ist, wenn da angezeigt wird, das ist jemand im Büro, dann ist das immer nur anscheinend die unterste Etage. Das ist ziemlich nice. Ich hoffe, der sieht jetzt die Autoschranke nicht. Und wenn er sie sieht, hoffe ich, dass die KI nicht rafft, dass sie eigentlich nicht offen sein soll. Weil eben manchmal ist es so und manchmal nicht. Da oben ist der 3D-Drucker. Eben, das ist der Hinweis, den ich gekauft habe, an den ich aber nicht rankommen konnte. Weil ich die Keycard nicht habe. Aber jetzt habe ich diese Keycard. Deswegen gehen wir in den Serverraum. Ich fühle mich wie... Keine Ahnung, wie bei Mission Impossible. Das hat wenig von Thief Simulator. Das hat eher was von Splinter Cell oder sowas. Schlüssel benutzen. Okay. Wir sind tatsächlich im Serverraum. Das ist voll cool. Das ist voll nice. 3D-Drucker Pro 6000. Oder nicht Pro. Pro. Ja, wir sprechen das Englisch aus. Das ist cooler. 3D-Drucker Pro. Für 6K. Und eine 800-Euro-Tastatur. 800-Dollar-Tastatur. Ist das Ding vergoldet? Ein USB-Stick. Ich stecke einfach alles ein. Ein Router. Festplatte. Okay, den hier muss ich dann rausschleppen, eben den kann ich nicht einstecken. Und es wurde bemerkt, siehst du? Die haben die Autoschranke gesehen. Da ist es. Aber eben zum Glück kann man sich hier drin ziemlich gut verstecken. Ich warte jetzt einfach, die machen die Schranke nicht wieder zu, wenn sie jetzt bemerkt haben, dass sie nicht offen sein soll. Die bleibt einfach offen, damit ist jetzt mein Rating quasi komplett im Keller. Aber ist egal, dann muss ich das Ding nachher nicht wieder aufhacken, sondern kann einfach rauslaufen, das ist es wert. Was? Reparaturkosten 8, ist jemand gegen meine Karre gefahren? Ich habe nämlich auch einen Bumm gehört. Sind die Cops beim Wegfahren mir in die Kiste gefahren? Wirklich? Ihr passt doch auch nicht auf, wo ihr hinfahrt. Okay, hacke den Server. Jetzt aber zu dem, was ich machen soll. Welcher Server von allen der hier? Nee, das ist nur ein Laptop. Nehme ich auch mal mit dieser Server. Intelligent, das wäre das Minispiel. So sieht übrigens wirklich Hacking aus. Ja, also wenn jemand von euch in der Uni studiert, Informatik und erweitertes Hacken hat... Grundkurs. Dann sieht das genau so aus, bin ich mir sicher. Chef, ich bin drin. Okay, ich hole jetzt die Infos. Ich bin in ihrer Firewall. Okay, lege den Datenwiederherstellungs-USB in die Box mit den Beweisen und nimm diese mit. Was machen wir? Was machen wir? Was ist der große Plan? Ich will aber diesen 3D-Drucker. Das wäre schon geil. Ich weiß nicht, also man kann hier oben, da hinten im Besprechungsraum, hier ist ein Besprechungsraum, kann man ein Fenster aufmachen und mit einem bisschen Glück reicht es, dass ich den durch das Fenster über den Zaun werfen kann. Dann muss ich ihn nicht rausschleppen, sondern kann ihn dann einfach von der anderen Seite aufheben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das reicht. Das könnte relativ knapp werden. Ich weiß auch nicht, ob ich den unbedingt brauche. Aber so einen 3D-Drucker mitnehmen und verkaufen, da freut sich Ivan bestimmt. Der will seiner Tochter bestimmt ein paar Matroschkas ausdrucken, weil er Russe ist. Ich assume jetzt, aber hey, das ist ein Geschenk für die ganze Familie. Yay!
Natürlich reicht das nicht. Alles klar. Ich muss ihn hier rausschleppen. Ich muss ihn zwangsläufig herausschleppen, wenn ich ihn haben will. In der Idee funktioniert's. Aber ich bin halt damit unglaublich langsam. Ich meine, ich kann damit sprinten. Aber halt geduckt bin ich extrem langsam mit dem Ding. Jetzt muss ich wieder warten bis 13 Uhr. Weil dann ist wieder Löschichtwechsel. Und erst dann kann ich da vorne raus. Ich glaube auch, das ist das einzige Gebäude, wo man nicht irgendwie anders raus kann. Hier muss man wieder durch die Vordertür, durch die man gekommen ist. Wobei, nee. Ich hätte jetzt die Keycard, um die Seitentür aufzumachen. Das ist nämlich eine Seitentür, die ist auch mit der Keycard abgesperrt. Aber bringt mir jetzt auch nichts mehr. Weil der Typ ist da. Also geht das auch nicht. Wisst ihr was? Ich bin so gechillt, weil ich ganz genau weiß, dass er mich hier höchstwahrscheinlich nicht sehen wird. Ich trinke sogar währenddessen. Ich unterbreche nicht mal das Spiel. Siehst du, wie cool ich bin? Ich weiß, er wird mich hier wahrscheinlich nicht sehen, deswegen gönne ich mir. Okay, das hier sieht sehr gut aus. Sie laufen gerade so, dass sie mich nicht sehen. Wir haben Schichtwechsel, das heißt, ich verschwinde. Und Papa hat jetzt einen 3D-Drucker. Ich überlege gerade, ob ich den verkaufen soll. Der wird sich bestimmt auch gut machen, um irgendwie, keine Ahnung, Diebeswerkzeug auszudrucken. Ne, kann ich mir vorstellen. So, es gibt doch... Alles klar. Hätte ich diese Technik vorher schon gelernt gehabt, dann hätte ich das Ding über die Mauer kicken können. Ich weiß nicht, was das war. Jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas mit Diebeswerkzeug drucken und wäre schon ziemlich cool. Und der Drucker macht das alles noch cooler, weil der kann anscheinend fliegen oder ich habe extrem starke Beine. Wenn er das gekickt hat, dann ist an dem hier ein Fußballer verloren gegangen. C. Natürlich kein S, aber eine C ist auch noch gut. Neue Hinweise verfügbar. Okay, dann mache ich erstmal direkt das. Und dann nehmen wir sie mit. Überprüfe die Pinnwand. Was kommt jetzt? Das explosive Paket liegt in der Werkstatt. Was? Was? Stiehlt den Sprengstoff aus 302. Was? Ich glaube, ich weiß, was wir vorhaben. Die Beweise an die Polizei und so ein kleines Bummpaket vielleicht an Winnie, um das zurückzuzahlen. Keine Ahnung. Aber ich muss nochmal in die 302. Okay. Kann ich irgendwas von dem Zeug auf Black Bay verkaufen? Lass mal gucken. Autoteile muss ich gar nicht nachschauen. Die PC-Tastatur für 1600. Ja, klar. Ist das Ding aus Mondgestein oder was? Ach komm. Willkommen Hi. zurück. Ja, das Ding ist ziemlich schwer. Hi, was geht? Das passt auch gar nicht auf den Tisch, beziehungsweise ich stell's gar nicht auf den Tisch. Willst du das nicht richtig hinstellen? Das ist schon ein bisschen frech. Nee. Das ist, um zu testen, wie gut balanciert das Ding ist. Ja, nur wenn ein 3D-Drucker sehr gut verarbeitet ist und von Experten gemacht wurde, dann ist er so gut balanciert, dass so was funktioniert. Keine Ahnung. Okay, bum, 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 bum. Und ich habe 130.000. Ich weiß übrigens, dieser Laster existiert nach wie vor und ich könnte ihn auch kaufen. Aber es gibt, glaube ich, noch diesen Hacker-Laptop Pro für 120.000, von dem ich nicht genau weiß, ob man den für die Story noch braucht. Deswegen, ich meine, ich hätte jetzt locker das Geld, das Ding zu kaufen, aber es kostet, glaube ich, 30.000. Dann hätte ich wieder nur 100.000. Dann könnte ich mir den Laptop nicht kaufen, wenn ich ihn brauche. Das heißt, oder wenn ich ihn brauchen würde. Das heißt, ich müsste dann wieder grinden. Deswegen, ne, fahren wir nicht Laster. Ich weiß auch nicht, ob ich das Ding vollkriegen würde. Das heißt, für mich würde es sich nicht lohnen. Ich meine, es würde cooler aussehen als mein Civic. Was habe ich mal gesagt? Ist ein Civic, ne? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber das hier ist unauffälliger. Ich meine, wenn so ein schwarzer Laster vorfährt, das ist ein bisschen verdächtig. Noch schlimmer ist, wenn er weiß ist. Aber schwarz ist auch schon schlimm. Aber dann, na, so ein Civic, das ist relativ unverdächtig. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's für diesmal hier bei Thief Simulator. Und ich glaube, wir nähern uns dem wirklich richtigen Ende. Ich weiß nicht, wofür wir das explosive Zeug aus der 302 benutzen wollen. Aber irgendwas war da mit Pakets und wir basteln vielleicht irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, Mr. Lombardi, beziehungsweise die Familie Lombardi, wird ihr blaues Wunder erleben, da bin ich mir sicher. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Bleib-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass der Dieb sich jetzt rächen will. Ich meine, er könnte einfach untertauchen. Die denken ja sowieso, er existiert nicht mehr. Aber nein, das ist zu persönlich dafür.